Unsere Erde ist in Gefahr. Sie wird immer heißer. Noch können wir es schaffen, eine unkontrollierte Erderwärmung zu verhindern. Wir müssen auch das CO2 wieder aus der Luft holen, das wir erzeugen. Im Moment sind das etwa 38 Milliarden Tonnen jedes Jahr. Das CO2 ist in allem enthalten, was wir verbrennen, um Energie zu erzeugen. In Kohle, in Holz, im Öl und auch im Gas. Beim Verbrennen wird das CO2 freigesetzt und gerät in die Umwelt. Es legt sich wie ein unsichtbarer Mantel um die Erde, die ihre Wärme dadurch nicht mehr abgeben kann. Deshalb wird es durch immer mehr CO2 immer wärmer auf der Erde. Hilft es vielleicht, wenn wir einfach mehr Bäume pflanzen, weil sie das CO2 speichern können? Und welchen Vorteil haben Pflanzen, die im Wasser wachsen, gegenüber unseren Bäumen an Land? Drei international angesehene Klimafachleute diskutieren, welchen Beitrag Aufforstung leisten könnte. Ein wichtiger CO2-Speicher ist auf jeden Fall der Wald. Bäume lagern auf natürliche Weise das Klimagas in Holz und Blättern ein. Mithilfe von Sonnenlicht und Wasser wandeln sie das Treibhausgas bei der Photosynthese in Glucose und Sauerstoff um. Das CO2 bleibt als Kohlenstoff in der Pflanze. Über 2 Milliarden Tonnen CO2 werden auf diese Weise jedes Jahr in Wäldern gespeichert, schätzen Fachleute. Das sind 5% der CO2-Menge, die weltweit jährlich in die Atmosphäre gelangt. Doch der Wald ist gefährdet. Für Ackerflächen und Bauland werden weltweit massenhaft Bäume gefällt. Alle 2 Sekunden verschwindet Wald von der Größe eines Fußballfeldes, schätzen die Vereinten Nationen. Doch positive Nachrichten kommen aus Asien. Im Grenzgebiet zwischen Indien und Bangladesch, wo große Flüsse in den Golf von Bengalen münden, liegen die Sundarbans. Es ist der größte zusammenhängende Mangrovenwald der Erde. Mangrovenwälder bestehen aus Bäumen und Sträuchern vieler verschiedener Pflanzenfamilien, die sich dem Leben im Salzwasser angepasst haben. Sie wachsen vor allem an tropischen Küsten und Flüssen und halten der Kraft von Ebbe und Flut stand. Für ein stabiles Klima sind diese Wälder unersetzlich. Denn in Sachen CO2-Speicherung sind die Mangroven echte Giganten. Diese Pflanzen können noch mehr CO2 aufnehmen als ein Regenwald. In ihren Blättern, Stämmen und ihren Wurzeln unter Wasser kann sich bis zu 5-mal mehr CO2 einlagern als in einem Wald aus Landbäumen. Diese Wälder im Wasser spielen also eine wichtige Rolle für unser Klima. Aber sie sind bedroht. Denn an vielen Orten wurden Mangroven großflächig gerodet, um Platz zu schaffen für die Fisch- und Garnelenzucht, von der viele Menschen hier leben. In großen Becken züchten sie die Garnelen für den internationalen Markt. Doch wo sich heute die Zuchtbecken erstrecken, stand früher ein dichter Mangrovenwald. In einem der Dörfer der Region lebt Pulukesh Rai. Der 36-Jährige betreibt eine Garnelenzucht. Die Einkünfte ernähren auch seine Frau und den kleinen Sohn. Kühe und Ziegen dienen der Familie dazu, ihren Bedarf an Milch zu decken. Und durch deren Verkauf verdienen sie zusätzlich etwas Geld. Auch wenn ihre Lebensgrundlage die Garnelen sind. Sie selbst leisten sich nur Reis und Gemüse. Willst du noch etwas? Du hast mir zu viel Reis gegeben, das schaffe ich nicht. Die Menschen in Bangladesch erzeugen wesentlich weniger CO2 pro Kopf als Menschen in Europa. Aber sie spüren die Folgen des Klimawandels intensiv und wollen etwas tun gegen die globale Erwärmung. Deswegen geht die Familie heute zu einer Versammlung. Eingeladen ins Gemeindehaus hat eine Umweltorganisation, die Gesellschaft für Umwelt und Entwicklung. Die Vertreter dieser Organisation wollen mit den Garnelenfarmern der Gegend reden. Der Umweltaktivist Maksud Rahman arbeitet seit Jahren mit den Bauern vor Ort zusammen.
Das Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch ist ihm wichtig. Wenn die Natur lebt, überleben auch wir. Wir haben lange gebraucht, um das zu verstehen. Heute sind wir zusammengekommen, um den Tag der Natur zu begehen. Kann mir jemand sagen, was wir tun müssen, um sie zu schützen? Wir fällen keine Bäume mehr. Und wir nutzen keine Chemikalien, um Fische zu fangen. Wenn wir das tun, vergiften wir das Wasser, schaden den Fischen und den anderen Tieren. Wenn es keinen Mangrovenwald mehr gibt, dann gibt es kein Leben mehr. Es ist nicht einfach. Garnelenzüchter wie Pulukesh Rai brauchen Flächen, um Garnelen zu züchten. Aber das Weltklima braucht die Mangroven. Umweltaktivist Maksud Rahman setzt genau hier an. Wenn wir die Menschen hier für den Erhalt der Mangrovenwälder und die Wiederaufforstung gewinnen wollen, müssen wir ihnen dafür auch etwas anbieten. Heute wollen alle zusammen Mangroven pflanzen. Damit die jungen Bäume gut wachsen, müssen sie richtig behandelt werden. Jede Art hat ihre Eigenheiten. Welche Mangrovenart ist das? Eine Sandori. Diese Setzlinge sind wie unsere Kinder. Wenn wir ihnen helfen zu wachsen, werden auch wir selbst davon profitieren. Und auch andere Menschen, Tiere und das Ökosystem. Die Dorfgemeinschaft legt los. In einem Zuchtbecken sollen junge Mangroven gepflanzt werden. Dafür werden die passenden Setzlinge ausgesucht. Pulukesh Rai und seine Frau sind mit dabei. Unter der Anleitung von Maksud Rahman werden die richtigen Abstände der Setzlinge festgelegt. Es ist gerade Niedrigwasser. In wenigen Stunden wird die Flut das Zuchtbecken wieder mit Wasser füllen. Im lehmigen Boden finden die jungen Pflanzen stabilen Halt. Pulukesh Rai ist sicher, dass die Mangroven seiner Garnelenzucht Vorteile bringen. Die Blätter der Mangroven, die ins Wasser fallen, sind ein natürliches Futter für die Garnelen. So können wir Kosten für zusätzliches Futter sparen. Außerdem spenden die Bäume Schatten. So wird es für die Garnelen gerade in der heißen Zeit kühler. Und wenn die Garnelen sich häuten, sind sie besonders schutzbedürftig. Die Wurzeln der Bäume bieten ihnen ein Versteck, um vor Fischen und anderen Krebsen sicher zu sein. So gut die Mangrove für die Garnelenzucht auch ist, die Aufforstung wird nur dann gelingen, wenn die Menschen dadurch ihren Lebensunterhalt nachhaltig verbessern können. Deswegen betreibt die Umweltorganisation in den Sundarbans auch mehrere Baumschulen. Die Pflanzen werden verkauft. Die Einnahmen gehen an die Farmer. Und die Plantagen haben einen weiteren Vorteil für die Dorfgemeinschaften. Wir bauen hier die Mangrovenbaumschule auf, indem wir die lokale Gemeinschaft der Frauen einbeziehen. Normalerweise haben Frauen hier kaum Arbeitsmöglichkeiten. Wir arbeiten jetzt in dieser Baumschule der Organisation. Wir ziehen Setzlinge und verkaufen sie. Durch das Einkommen können wir Kleidung kaufen und die Schule für unsere Kinder finanzieren. Zusätzlich zum wirtschaftlichen und sozialen Nutzen haben die Mangroven noch einen weiteren Vorteil. Sie bieten den Dörfern Schutz vor Überschwemmungen. Die festwurzelnden Bäume sind ein echtes Bollwerk gegen Fluten. Ein 100 Meter breiter Mangrovengürtel kann die Höhe anrollender Wellen um 2/3 reduzieren. Mangroven helfen den Menschen auf unterschiedlichste Weise. Und sie speichern große Mengen an CO2. Kann das Aufforsten ihrer Wälder nachhaltig helfen, unsere Erde zu kühlen? Die Klimafachleute diskutieren diese Frage. Jennifer Wilcox arbeitet in der US-Regierung, in einem eigenen Ministerium für CO2-Management. Professorin Julia Pongratz erforscht, wie unsere Landnutzung das Klima beeinflusst.
Professor Jan Minks forscht und schreibt für den Weltklimarat. Aufforstung ist auf jeden Fall eine Option, die jetzt zur Verfügung steht und die großes Potenzial hat. Und wir brauchen so schnell wie möglich eine CO2-Verminderung und müssen sofort loslegen, um die Klimaziele zu erreichen. Allerdings dürfen wir uns wohl nicht allein darauf verlassen. Wir wissen, dass die Wälder gefährdet sind durch den Klimawandel und seine Folgen. Im Fall der Mangroven durch ansteigenden Meeresspiegel. Anderswo sind es zunehmende Feuer, wie zum Beispiel in Deutschland. Oder auch Sturmschäden und Schädlinge. Es wird schwierig werden, Regionen zu finden, von denen wir mit Sicherheit sagen können, dass die Wälder oder was wir sonst dort anpflanzen, auch in 100 Jahren noch stehen werden. Man braucht also stabile politische Verhältnisse, um ein gutes Waldmanagement zu betreiben. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen der Zukunft. Wo brauchen wir diese Wälder? Und haben wir dort eine stabile Regierung, die sicherstellen kann, dass der Wald gut bewirtschaftet wird und erhalten bleibt? Wenn wir uns ansehen, wie viel Wald wir brauchen, um das Problem über Aufforstung zu lösen, ist das eine Fläche von ungefähr 320 Millionen Hektar, die wir zusätzlich zum existierenden Bestand aufforsten müssten. Das ist etwa die Größe von Indien. Mangroven allein werden das Klima nicht retten können. Trotzdem ist ihre Aufforstung ein wichtiger Beitrag für das Klima und die Menschen. Aufforstung allein kann die Erderwärmung nicht stoppen. Zudem ist der Bedarf an Fläche für Nahrungsmittel groß. Allen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist eine große Herausforderung. Aber auf jeden Fall sind die Verhinderung von Rodungen und die Aufforstung von Wäldern Methoden, die effektiv helfen, CO2 zu speichern und die wir sofort einsetzen können, um unseren Planeten zu kühlen.